Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Seebad Friedrichshagen in Berlin. Heute wieder ein heißer Tag, der uns bevorsteht, beziehungsweise wir starten in eine sehr heiße Wetterwoche. Und auch wenn die Schulferien jetzt zu Ende sind und die Schule wieder beginnt in Berlin und Brandenburg, so wird es sich hier im Seebad, denke ich, im Laufe des Tages doch füllen. Denn auch heute ist wieder Badewetter angesagt und jetzt schon T-Shirt-Wetter. Also eine Jacke braucht man nicht unbedingt, wenn man jetzt morgens raus muss. Und wie gesagt, es geht dann im Laufe des Tages wieder ordentlich rauf mit den Temperaturen. Und dazu wird die Sonne scheinen. Zunächst im Vormittagsverlauf, also wenn, dann sind nur einige harmlose Wolken unterwegs, wie auch jetzt hier über Berlin. Im Nachmittagsverlauf können sich dann vor allem in der Mitte einige, zum Teil heftige Schauer und auch Gewitter bilden in dieser schwülwarmen Luft. Da kann dann auch mal Starkregen mit dabei sein. Es wird natürlich nicht jeden treffen, wie es bei Gewittern so ist. Abseits davon bleibt es ein sonniger und trockener Tag. Das vor allem dann an den Küsten und südlich der Donau. Hier kommt die Sonne voll zum Zug. Das zeigt auch die Sonnenstundenkarte. Also bis zu 14 Sonnenstunden sind durchaus wieder drin, aber auch sonst meist so über oder um die 10 Sonnenstunden, was heißt, dass also die Sonne wieder fast den gesamten Tag über scheinen wird. Ja, und wie gesagt, auch mit den Temperaturen geht es ordentlich rauf. In Köln und im Saarland geht es bis auf 36 Grad rauf. Frankfurt am Main bekommt 37 Grad, ansonsten vielerorts über 30 Grad. Also heute ist auch wieder Schwitzen angesagt und das wird in den nächsten Tagen sich nicht ändern. Die 36 Grad, die werden wir halten, und dazu verlagern sich die Gewitter dann langsam in den Süden. Aber wie gesagt, abseits davon sehr viel Sonnenschein. Also es steht uns eine hochsommerliche Woche wieder bevor.